Bevor wir damit beginnen, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Geschwister in Gaza bewahrt und die Verstorbenen von ihnen als Märtyrer aufnimmt. Und wieder einmal können wir Zeugen sein für die Heuchelei der westlichen Welt. Wenn Putin die Krim annektiert, dann ist das ein Angriff auf die Integrität eines Landes. Wenn also Putin Donbass und wie die alle Gebiete heißen, die er eingenommen hat, ja, die der Ukraine gehören, dann ist das ein Unding. Und dann müssen Milliarden gegeben werden dem ukrainischen Volk, dass es sich wehren darf. Weil da wurde angegriffen auf ihr Land. Und wenn die Palästinenser, und wir gehen jetzt mal nur von der UN-Resolution, ja, von deren Resolution. Die Grenzen von 1967, das sind die Grenzen, wo Israel sich zurückziehen soll, nach UN. Macht aber das nicht, sondern weitet ihr Gebiet weiter aus, besiedelt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Da haben die Palästinenser kein Recht, sich zu wehren. Und kennt ihr dieses Spiel, du hast zwei Bilder, suche den Unterschied? Ja? Du hast zwei Bilder und du sollst jetzt vergleichen, was der Unterschied ist. Dann vergleichen wir mal, Jazakallahu khair. Was ist der Unterschied zwischen der Krim und den besetzten Gebieten von Israel? Also die palästinensischen Gebiete. Was ist der Unterschied? Nach 67, nach den UN-Resolutionen, ja? Nach ihren Regeln. Was ist der Unterschied? Hier gehört ein Land den Einheimischen, den Ukrainern. Dort gehört das Land den Einheimischen, den Palästinensern. Hier ist jemand, der greift an, das ist Russland. Hier ist jemand, der greift an, das ist Israel. So, wo liegt jetzt bitte schön der Unterschied? Die Palästinenser sind Muslime. Wer jetzt hier kommt und sagt, ah nee, das hat mit Religion nichts zu tun. Ja, dann sag mir mal, was für einen anderen Grund gibt es denn bitte schön? Was für einen anderen Unterschied gibt es denn? Vergleich Ukraine und Palästina. Und suche die Unterschiede, bitteschön. Und wenn du mir einen anderen Unterschied nennen kannst als die Religion, bitteschön, dann her mit. Palästina ist nicht als Staat anerkannt. Warum nicht? Damit es keine Armee hat. Wenn ein Land nicht anerkannt ist, dann sind die Menschen, die dort kämpfen, Milizen, Terroristen. Wenn es anerkannt ist, dann sind das Soldaten. Also stell dir jetzt mal vor, die Amerikaner würden sagen, sagen wir mal, Biden verliert die nächste Wahl, Trump kommt an die Macht und er sagt, hiermit erkenne ich die Ukraine gar nicht mehr an. Ich erkenne sie nicht mehr an. Ab dem Zeitpunkt ist die Armee der Ukraine was? Sind Miliz, Terrorist. Warum? Amerika hat es so entschieden. Wenn Deutschland weiter finanzieren würde die Ukraine, das wäre Terrorfinanzierung. Und so wird das mit den Palästinensern gemacht. Hallo, die leben dort. Ja, okay. Das sind die Einheimischen, die leben schon jahrelang. Ja, okay. Aber wir erkennen sie nicht als Staat an. Warum? Dann könnt ihr keine Armee haben. Ihr könnt euch nicht verteidigen. Außer ihr werdet Terroristen. Aber dann können wir euch bombardieren, wenn ihr euch verteidigen wollt. Weil ihr seid ja Terroristen. Und diese Heuchelei, es ist klar, dass die Palästinenser dann sagen, so jetzt reicht's. Über 10 Jahre ist Gaza eingesperrt. Und von daher ist es klar, dass irgendein Land, egal welches Land es ist, wenn es besiedelt wird, dass es sich verteidigt. Aber, wie gesagt, die anderen, der Westen, erfindet Begriffe und Wörter, damit du denkst, uiuiuiuiui, aber das ist aber wirklich schlimm, was die da tun. Das ist ungerecht. Ein Angreifer besiedelt dein Land. Wenn Frankreich Deutschland angreifen würde, was würden die Deutschen machen? Die würden sich verteidigen, oder nicht? So was ganz Normales auf dieser Welt. Dass dann Amerika sagt, nee, Deutschland ist kein Staat, ich sage das jetzt so. So ab heute, so hiermit, ich unterschreibe jetzt einen Lappen, Deutschland ist keine Republik, kein Staat mehr. So, das war's. Durch eine Unterschrift von einem Präsidenten wird ein ganzes Volk zu Terroristen.
Und durch die gleiche Unterschrift werden sie wieder zu Freiheitskämpfern. Und so spielt man mit den medial, mit den Begriffen rum. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, wir bitten für unsere Geschwister in Gaza und Palästina und überall, wo die Muslime unterdrückt werden, bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass er ihnen beisteht, dass er sie unterstützt und dass er sie bewahrt vor jeglichem Üben. Also vergisst nicht unsere Geschwister im Dua, das ist das Mindeste, was wir machen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister beistehen und zum Sieg verhelfen.